Jansky-Video vor 2 Minuten. Moin, moin, Leute. 8 Minuten. Gehen wir rein ins Jansky-Video heute noch? Oh, mal gucken, was Blätten schon wieder angestellt hat. Freunde, das Video ist 2 Minuten raus und dann kommt gleich die Frage, gucken wir heute noch Jansky-Video? Dann gucken wir mal rein, was Jansky Schmansky hier so gebuddert, schmuddert hat. Das Auto sieht nicht mehr ganz so heil aus. Okidoki. Moin moin Leute, Max hier und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Blätten ist auf Barfuß unterwegs. Auf Blätten ist Verlass. Hey, ja. Noah spottet genauso gut wie ich. Pass auf! Und ich hatte wieder Spaß im Big Rift. Oh, auf der Grand Carnage! Bei der Bratwurst wird geil, da freue ich mich drauf. Bin heute dir auch, dankeschön. Ich kann nicht. Würde mir zu denken geben. Würde ich ausmachen. Sieht aus wie du gestern. Das stimmt. Tobi, ich würde mich sehr freuen, wenn du das gleich nochmal aufgreifen könntest. Bei mir hat auch wirklich einer einen sehr unfassbar guten Kommentar diesbezüglich heute geschrieben. Das sprechen wir gleich nochmal an, wenn es vorbei ist. Das fand ich sehr interessant. Das hat mich sehr erheitert. Moment. Ich hab mich verschalten. Nein, ich hab mich verschalten. Oh. Ich glaube, du hast auch die Bremse nicht getreten. Ich habe aus Versehen einen hochgeschalten. Das kann nicht wahr sein. Ich bin so ein Trottel. Blätten wird nicht berührt. Ja, Blätten wird auch nicht den Bremspunkt treffen. Nein. Ich Trottel. Nein! Oh nein! Oh, ich glaube, der hockt oben auf dem Berg. Das wird ein Save? Epic Save? Okay, Blätten einfach Reaktionszeit von einem Rentner. Blätten einfach Reaktionszeit von einem Rentner, Alter. Du, Blätten, kann ein langer Tag gewesen sein? Also, ich mein... Kommt der her? Du, weiß ich nicht. Gelbe Flagge ist auch optional. Also, ey, ich mein, du wirst ja auch nur mehr als häufig davor gewarnt, dass da eine gelbe Flagge ist. Man könnte jetzt auf die Trackmap gucken, wenn man eine hat. Oder vielleicht auch einfach mal liften und nicht so committen, Alter. Wo kommt denn der jetzt her? Ja, Blätten, der ist einfach, du, Aliens... aufgesaugt, ausgeschissen war, weil einfach ein hässlicher BMW, hatten sie keinen Bock drauf, sagten sich so, boah, nee, also diese deutsche Autotechnologie haben wir ja gar keinen Bock zu kopieren. Und dann ist er da oben einfach gelandet. Zack! Und da war er. Wo kam der her? What the fuck, bro? Wo kam der her? Was? Yellow war schon längst wieder weg. Ich hab extra auf die Karte geguckt. Ja, dahinter ist auf jeden Fall kein Yellow mehr. Das stimmt, weil ist vorbei. Geil. Nee, Yellow war vorbei. Ich hab wirklich auf die Karte geguckt. Du, vielleicht eine Brille? Hat bei mir auch geholfen, Blätten. Aber weißt du, das Schöne ist, ich teile deinen Schmerz. Es geht mir auch so. Aber seitdem mir das mal passiert ist, fahre ich einfach langsamer. Weil Gelb ist halt nicht optional. Ja, willkommen auf dem Berg. Oh, so richtig schön Schmackofatz mit TC1. Das macht richtig... Ah, oh, das ist so schön. Nein, Mann. Hör mal. Ist das alles ein Rennen? Ja. Oh, ich sehe das ja jetzt gerade erst, ne? Bei Blätten hat auf jeden Fall die Mount Panorama-Woche richtig reingehauen. Ich glaube, da gab es ein bisschen Minus im Safety-Rating. Also, ich glaube, da gab es einige Donations an Rating. So wie das aussieht. Mann. Ja. Das war Karma vom Feinsten. Mmh, hat das Karma gerade geschmeckt. Mmh, war das lecker. Yellow Flag, Noah? Ja. Ja, da rechts steht einer. Pass auf.
surprise, motherfucker. Ja. Ja, Digga, wo rechts? Ich dachte, er steht halt nach der Kuppe irgendwo rechts, dass ich da, also dass es clean war, weil du hast das so ruhig gesagt, so nach dem Motto, ja, easy. Ja, da rechts steht einer. Pass auf! Und dann steht er da genau im Einlenkpunkt, genau innen an der Wand. Boah, ey, das war jetzt wirklich super, super, super ärgerlich. Die 13 und 12 Sekunden vor uns fett ab. Das ist jetzt auch nicht passiert, oder? Nein. Nein. It's a very good simulation. It's very good. It drives like an SUV in Russia through the woods. Because they have no suspensions at all. No, it's not stiff as fuck. No, it's very good. Kurva-Raketa! Okay, gut. Weiter geht's. Ich hab sowas noch nie gesehen, Alter. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich weinen soll oder lachen soll. Ist das Auto komplett Kernschrott? Junge, 52 Sekunden, wir stehen seit 5 Minuten an der Box. Fahr los! Endlich. Nein. Man sieht auf jeden Fall bei Bletten, und das ist hier keinerlei Kritik, und hier möchte ich auch überhaupt keinen Diss verteilen, Bletten fährt mit Menschen, die schon etwas länger Auto fahren und ein bisschen mehr Kontrolle haben. Ne? Weil Bletten ist halt auch so ein Dude, der fährt auf dem Berg und der bremst nicht. An der Box. Weil er sich sagt, die 0,2 Sekunden, die gönne ich mir. Fahr los! Pass mal auf jetzt. Pass mal auf. Hier, Bletten, nix, Bremse, gar nix. Die ganze Woche über eigentlich nur weggesegelt, nur gestorben. Man könnte kurz die Bremse tippen. Oder man committet einfach voll rein. Und Bletten sagt sich so, ich committe. Junge, 52 Sekunden, wir stehen da 5 Minuten an der Box. Fahr los! Huck. Unten rechts. Da wird voll committed. Da wird einfach reingegangen. Wer bremst, verliert. Das ist absolut korrekt, Bletten. Ich möchte, dass wir hier kurz einen Zoom haben auf diesen Kommentar. Wer bremst, verliert. Wer nicht bremst, verliert auch eine Menge Rating. Das hast du die Woche übrigens sehr gut gezeigt, Bletten. Aber kann ich verstehen, geht mir auch so. Ich probiere das auch immer. Und dann mache ich das zweimal, dann mache ich das dreimal. Und dann kommt wieder so ein Niklas Hube um die Ecke. Du, Dizzy, da oben kannst du einfach, da kannst du committen, da brauchst du nicht bremsen. Einfach irgendwann runterschalten, rollen lassen und rein. Dann machst du das einmal, dann machst du das zweimal, dann machst du das viermal. Dann bist du tilt, dann sagst du so absoluter Muckefuck und dann fängst du wieder an zu bremsen. Und gestehst dir einfach ein, dass du ein Skill-Issue hast. Also ich zumindest, du nicht, ich aber. Nein. Ist das Video eigentlich von Jansky heute voll mit Blätten, wie er über Skyline fährt? Nein, Mann! Ich würde mich dazu gesellen. Es wäre bei mir nicht besser. Ja, der ist komplett dead. Oh, was? Lol, der dreht sich einfach weg. What the fuck? Was war das? Ich bin einfach durch ihn durchgefahren. Ich hab keinen Schaden. Hä? Hilfe! Ich hab mich auf dem Streamlay verdrückt und gerade am Tauchen. Das war ein Ghost Contact. Ich kann. Oh mein Gott, was war das? Alles gut, beruhig dich, fahr weiter. Das war ein Ghost Contact? Chat, Moment! Holen Sie bitte die Ferngläser raus! Ich will die Zooms sehen! Ah? Oh, ja, also ich würde. Wir gehen auf Analyse. Analysemodus. Wiedergabegeschwindigkeit 0,25. Eieiei, da wurde genetcoded. Also man konnte Kontakt nicht herstellen. Fahrer hat recht. Gab's dafür nicht sogar noch eine Strafe? Oh, das sieht aber nach einer ganz klaren Schwalbe von Williams aus hier. Das könnte eine rote Karte werden. Oh.
Dafür haben die wirklich noch eine Strafe gekriegt, oder? Das ist doch aus der VEM. Ist der VEM gewesen? Ja, das ist ja VEM. Warum steht oben VRL? Das ist VEM. Achso, wegen Sponsoring. Da ist kein Corner. Oh, dafür haben die 20 Sekunden Strafe gekriegt. Oh oh. Ich bin natürlich für die Entscheidung von der Rego der VEM. Sie haben keinen Fehler gemacht. Auch für einen Ghost Contact muss es eine Strafe geben. Punkt. Ich vertrete hier die Meinung der VEM-Rego. Und das ist hier gerade keine Ironie. Wir müssen dieses ganz schnell skippen. Paul, kannst du das rausschneiden, bitte? Das ist niemals vorgekommen. Er hat ihn nicht berührt. Also wenn das da Berührung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hab geguckt, es war kein Kontakt. Du warst immer 30 Zentimeter weg. Keine Ahnung. Die wären aufs Podium gekommen. Ohne das. Karambaole. Oh, wenn wir hier nicht von der Schmierung reden. Ich habe übrigens gerade offiziell nichts mit der VEM zu tun. Ich bin gerade nur dizzy. Ich möchte es hier kurz auseinanderhalten, dass Leute es nicht wieder klabüstern, okay? Auch wenn ich mitbeteiligt bin an der Organisation der VEM und auch als Kommentator, gelte ich jetzt hier gerade als eigenes Individuum und das ist ein Disclaimer, der nur für die Unterhaltung da ist, okay? Ich schüre hier gerade Theorien, damit die nächsten Rennen interessanter werden für alle anderen. Also bitte... Halten Sie das auseinander. Dankeschön. Disclaimer Ende. 2, 1. Oh, bitte zeig mir das, wie tilt ich Niklas war. Wirklich. Wie kann man so Vollidiot sein, Mann? Verdammter Pisser. So ein Knecht. Niklas. Oder... Oh, absurde Scheiße, Mann. Die scheiß Karre lenkt am Ende nicht. Die scheiß Karre lenkt generell nicht. Absolute Katastrophe. Wir müssen am nächsten vergraben gehen. Digga, lenken. Digga, wie viel Zeit ich verliere. Niklas, kann das sein, dass wir gerade falsches Gameplay sehen und du vielleicht Le Mans Ultimate fährst gerade? Ich bin mir nicht sicher. Digga, du Fix-Auto, lenk doch mal! Von einem weisen Mann habe ich mal gelernt, wenn es Schwierigkeiten beim Lenken gibt, soll man noch ein bisschen Trail breken, damit das Heck kommt. Ich weiß nicht, in welcher Form das hier gerade just in dem Moment anwendbar ist. Nicht eine Kurve treffe ich hier. Das ist eine Wichse, Alter. Wie ist das zu weit? Ich bin ja eigentlich nie so der Freund von, ich muss noch was reinkippen, wenn es schon brennt. Aber, Niklas, you are the love of my life. I'm a very big fan. Das ist zu weit. Dieser Strich sollte im Mercedes nicht so weit unten sein. Also zumindest nach meinem Wissensstand des Boxenstoppens für viele Male ist das ein so zu tief, glaube ich. Aber weißt du, ich glaube, du hast einfach nur einen scheiß Tag gehabt. Und den dürfen wir alle mal haben. Wie ist das zu weit? Very good suspension, my friends. Very good suspension. We in the Russian forest, we approve of that. Our ladders have such a great suspensions. Yes, yes, we do. Wubbity 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 wah. Very good. Very, very, very good. Race car suspension. Ja, das war's. Scheiße. Das ist ärgerlich. Da war ich echt traurig, als ich das gesehen habe. Hab ich gefühlt. Kommt da einer? Jansky, du Schwein, ey. Jansky, du Schwein. Noch mit dem LKW-Ding dazu. Mann. Ich bin auf Wiesel, komm kurz mit dem Hinterreifen und war direkt tot. Ja, sorry. Ja, alles gut. Max, wir machen, wer weniger Warnings holt und 5er Sub-Bombe. Was ist bei Gleichstand? Dann küssen wir uns auf der Expo. Okay, mit oder ohne Zunge? Wenn wir über 5 Warnings holen, dann mit Zunge, ansonsten ohne.
Hoffentlich haben wir Gleichstand über 5, was? Junge, einer hinter voll. Oh, Junge! Hä, was ist los mit den Leuten? Ja, was passiert? Top Speed, Baby! Oh, Gimmi! Geht weg, ihr Geringverdiener! Oh ja! Oh, auf der Grand Carnage! Wie hab ich... Nice save. Das war wirklich nice. Das überlebt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab mich das überlebt. Oh, nein. Ich bin so tot. Ja. Nein. Oh nein. Oh nein. Füge Sound ein. Füge Sound ein. Junge! Digga, die sind schon wieder alle auf der Geraden gestorben. Ja, warum? Weiß ich auch nicht. Ich hab nichts gemacht! Ich bin unschuldig, das Auto! Nein, der Pitlimit hat sich belegt. Der Pitlimit hat sich belegt. Der Pitlimit hat sich belegt. Warum ist der Pitlimiter nicht belegt? Ich muss jetzt ohne Pitlimiter rausfahren. Warum geht der Pitlimiter denn nicht? Du fährst auch immer noch in Gang 2. Achso, das glaube ich, ist das erlaubt? Wie schnell darf ich fahren? 50, ne? Darf ich fahren? Da steht auch oben extra Shift down in first. Shift down in first. Shift down in first. Shift down in first. Shift down. Shift down in first. Mit an ihr rein, Mann. Weil man vielleicht das Lenkrad gewechselt hat, Steve, und nicht dran gedacht hat. Also wir sind auch schon ein komplettes Endo-Rennen ohne Tastenbelegung gefahren. Das kann man durchaus vergessen. Das ist nicht schlimm. Wisst ihr eigentlich, mal kurzer Fun-Fact, um das Wissen zu verbreiten. In iRacing ist man in der Box übrigens schneller ohne Pit-Limiter. Man spart fast 1-2 Sekunden bei Boxenstopp ohne Pit-Limiter. Habe ich letztens aus Versehen rausgefunden. Ha! Macher! So, wie viel Warnings hast du? 3. Unlucky, ich habe 1. Das war ein schönes Video. Sehr blättenreich. Jedes Mal, wenn ich T1 fahre, habe ich das Gefühl, ich überschlag mich, weil dieser Wagen so ein Bus ist. Ich glaube, ich wäre ein krasser Busfahrer. Ich glaube, bei mir würde jeder kotzen. Kleine Anekdote von Florian Dürkop. Ich habe mir ja schon lange einen Jersey gewünscht von Florian Dürkop als Geschenk. Er hat mir mal eins geschickt und das ist irgendwie verschwunden aus irgendwelchen Gründen, auch immer, bis der leere Briefumschlag irgendwann ankam. So hat sich Florian Dürkop gedacht beim zweiten Versuch, ich schicke dir ein Jersey und noch alte Handschuhe von mir. Florian Dürkop hat mir ungewaschene Handschuhe geschickt, die gefühlt 80 Stunden und mehr gefahren wurden. Ich hätte fast ins Paket reingekotzt. Ich weiß nicht, in welchem Alter Florian Dürkop aktuell ist, aber es ist definitiv Anfang 20. Ich kann euch eins sagen, falls ihr mit Anfang 20 solche abgespaceden Ideen habt, don't do it. Und ich sehe gerade aus vertrauenswürdigen Quellen, dass er gerade noch sagt, dass sie gewaschen waren. Ich wünschte mir, ich könnte Geruch übertragen. Ich habe das Video noch, als ich es aufgenommen habe. Ich musste mich wirklich sehr zusammenreißen. Also ich weiß nicht, mit was du wischt. Also vielleicht, also wäscht, meine ich. Eventuell. 12 Monate. Vielleicht hast du ja so ein Bio-Waschmittel und du scheißt vorher noch in die Waschmaschine rein, damit die Wäsche richtig gut durch ist. Aber schön war es nicht, Florian Dürkop. Eventuell könntest du da nochmal an deinem Weichspüler bzw. Waschmittel arbeiten. Ich denke also, Menschen werden nicht nur beim Busfahren erbrechen. Ich hab sie übrigens immer noch. Und das Shirt auch. Moin, moin. Das war ein schönes Jansky-Video. Hat mir gefallen.